Vor 2 Jahren, da haben wir über Ramona Fohn berichtet, eine junge Frau, die gerade ihre Ausbildung begonnen hatte, die Ausbildung zur Maschinen- und Anlagenführerin. Das ist jetzt erstmal nicht so besonders, aber sie hat in Teilzeit gelernt. Heißt, morgens ging sie in die Firma und am Nachmittag konnte sie sich dann um ihr Kind kümmern. Heute dann war es endlich soweit. Ramona Fohn durfte zur Abschlussprüfung. Kurz vor 8. Ramona Fohn und ihr Kollege Benjamin Wolny warten auf die Prüfer der Industrie- und Handelskammer. Auch wenn sie versuchen, sich nichts anmerken zu lassen, beide sind ziemlich angespannt. Und dann geht es los. Die beiden Prüflinge sollen als erstes einen Arbeitsplan für ihre Maschine schreiben. Wir müssen draußen bleiben. Nach einer Stunde ist die erste Hürde genommen. So. Und wie ist es gelaufen? Ich denke gut. Also ich habe ein gutes Gefühl beim Anfang jetzt. Als sie reingingen, waren sie deutlich nervös. Oh, oder? Ja. Oh ja, jetzt immer noch so ein bisschen. Aber der Anfang ist jetzt getan. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Ramona Fohn geht mit 2 Prüfern zu ihrer Produktionsstraße. Sie muss nun zeigen, wie sie die Maschine überprüft. Sie ist dafür zuständig, dass genügend Material da ist und dass alles sicher ist. Diese Kiste wäre jetzt behindernd nur für die Tür. Das heißt, wenn die Maschine läuft, stelle ich sie mir so hin, muss gerade stehen. Jetzt stelle ich sie mir so hin, damit ich ordentlich an die Maschinen komme. Mehr als eine Stunde vergeht, bis die junge Frau die Produktionsstraße endlich einschalten kann. Aber es kann immer ein Problem geben, was man nicht sieht. Aber ich bin mir sicher, jetzt kann ich starten. Ich starte jetzt den Prozess. Er zeigt mir schon wieder eine Störung an. Ramona Fohn sucht den Fehler. Doch immer wieder, wenn sie glaubt, dass die Maschine jetzt endlich läuft, kommt der nächste Rückschlag. Er sagt mir schon wieder eine Störung. Am Ende hilft nur eins. Ramona Fohn ruft einen erfahrenen Maschineneinrichter zu Hilfe. Auch wenn der sich bestens mit der Anlage auskennt, muss der Mann ebenfalls länger suchen, bis er den Fehler gefunden hat. Er muss einen Sensor einstellen, damit die Maschine fehlerfrei läuft. Während die Auszubildende nun richtig nervös ist, ist der Prüfer zufrieden. Schlimmer wäre es, wenn sie keine Hilfe angefordert hätte, weil der Auszubildende soll uns ja zeigen, dass er, wenn er einen Fehler hat, den ich beheben kann, dass er sich an die richtigen Leute wendet. Das heißt, an den Einrichter in dem Fall, damit dann nicht noch größerer Fehler raus entsteht. Also es ist besser, sie ruft jemanden, der sich auskennt, als wenn sie das selber machen würde. Die Anlage läuft. Ramona Fohn hat alle Fragen beantwortet. Um kurz vor 12 ist die Prüfung beendet. Das Ergebnis wird heute noch nicht verraten, aber die Prüfer machen einen zufriedenen Eindruck. Man hat immer so ein Teils-Teils-Gefühl. Ich hoffe, es gut. Ich denke, ich habe so erklärt, dass es jeder verstehen würde. Ich hoffe auf eine gute Note. Muss die 1 sein. Auf jeden Fall hat Ramona Fohn nun ihre Ausbildung in Teilzeit beendet. Sie war die erste bei Busch Jäger, die diesen Weg zum Facharbeiterbrief gewählt hat. Doch ihr Arbeitgeber hat bereits angekündigt, diese Form der Lehre nun verstärkt anzubieten. Im Studio ist sie jetzt bei uns, Ramona Fohn. Erstmal Glückwunsch, dass es erstmal so ganz gut geklappt hat. Sie wissen ja noch nicht das Ergebnis, aber ja. Die 1 wollen Sie auf jeden Fall. Sind Sie ehrgeizig? Auf jeden Fall. Ich bin sehr ehrgeizig. Der Wille ist immer da gewesen. Für die Kleine, für mich, für meine Zukunft. Ehrgeiz steht an erster Stelle. Das heißt, das war ja eigentlich der Grund. Ne? Sie haben eine kleine Tochter. Ja. Vor 2 Jahren haben wir mal ein Foto gemacht von Ihnen und Ihrer Tochter. Die ist jetzt wie alt? Die ist jetzt 4 Jahre alt geworden am Samstag letzte Woche. Ist relativ guter Dinge. Also und geht ihr gut. Und wie haben Sie jetzt die 2 Jahre erlebt? Wie war das? Stressig? Also es war ein immer wieder Auf und Ab vom Stress. Es war mal kein Stress. Es war sehr unterschiedlich. Man musste sich da immer anpassen, der Kleinen anpassen, der Arbeit anpassen, irgendwie eine Struktur finden und alles organisieren. Aber im Großen und Ganzen hat das am Ende sehr gut geklappt. Also im Prinzip ist ja, dass sie wirklich vormittags sich um den Job oder um die Schule kümmern kann und eben dann nachmittags für das Kind Zeit haben. Hat das immer so funktioniert? Waren Sie dann auch so quasi vom Kopf her frei und nicht gestresst dann nachmittags? Ja, also es ging. Manche Arbeitstage, da ist das so, da nimmt man den Stress mit nach Hause, wenn man mal ein paar Probleme hatte, sage ich mal, an der Maschine oder sowas. Aber im Großen und Ganzen war das, also war meine Kleine die Person, die dann gesagt hat, die lenkt mich ab vom Alltagsstress, vom Arbeitsstress. Ich hatte genug Zeit mit ihr, sie hatte genug Zeit mit mir und das war auf jeden Fall der richtige Weg. Haben Sie jemals irgendwann zwischendurch gedacht, nee, ich pack's nicht? Nein. Also ich hatte immer die richtigen Mitarbeiter hinter mir, die richtigen Chefs sozusagen hinter mir, die Freunde, Familie hinter mir, die mir gesagt haben, du schaffst das. Und dann habe ich mir auch gesagt, das schaffe ich.
Jetzt ist das jetzt in die Ausbildung in dem Betrieb das eine, aber Sie mussten auch zur Schule gehen. Wie funktionierte das? Also die Schule war Vollzeit, war einmal in der Woche. Und da musste ich von 7.30 Uhr bis 14.15 Uhr hin. Hat auch immer problemlos geklappt. Falls es was mit meiner Kleinen gab, also konnte man mit den Lehrern reden. Die haben auch Verständnis gezeigt und sind darauf eingegangen. Können Sie das weiterempfehlen? Was glauben Sie, für wen ist das was? Also ich weiterempfehlen auf jeden Fall. Alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter, Mütter und Väter allgemein, die auch denen das, die Bindung zum Kind so wichtig ist, die auch nachmittags mit dem Kind Zeit verbringen wollen, die ihrem Kind eine gute Zukunft bieten möchten, für die ist das genau richtig. Und sich selbst natürlich auch mit einer Ausbildung, dann hat man was in der Tasche. Wie geht's jetzt weiter? Haben Sie eine Chance, da zu bleiben? Ja, also die Chance, da zu bleiben, besteht. Ich werde in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen, in Vollzeit und möchte aber, wenn es geht, so in 3 Jahren auch gerne mich weiterbilden. Ja, super, perfekt. Ich sage herzlichen Glückwunsch, auch wenn wir noch nicht wissen, wie das Ergebnis ist der Prüfung. Aber es wird schon geklappt haben. Ja, ich hoffe, und vielen Dank, dass Sie da waren heute. Danke auch.